meine Brille. Weißt du, wo meine Brille ist? Deine Brille? Ah, in der Küche habe ich sie gestern liegen gesehen. Gestern? Nee. Noch heute. Habe ich damit noch gelesen damit. Das kann schon sein. Aber gestern hat sie noch in der Küche gelegen. Was nützt mir, wenn die Brille gestern in der Küche gelegen ist? Irgendwo wird sie schon liegen. Irgendwo? Freilich irgendwo. Aber wo ist irgendwo? Ja, irgendwo. Ja, das weiß ich auch nicht. Dann liegt sie woanders. Woanders? Ist doch irgendwo. Ach, red doch nicht so saudumm daher. Woanders kann ich gleichzeitig woanders und irgendwo sein. Wo ich heute auch Semmelknödel gemacht habe. Was? Dieselben? Unsinn! Unsinn, dieselben! Natürlich! Natürlich habe ich andere gemacht, aber die Semmelknödel sind Semmelknödel! Dill! Was heißt denn? Semmelknödel. Doch, habe ich ja gesagt. Semmelknödel. Nein, Semmelknödel heißt nein, das. Nein, nein, nein. Man sagt schon immer Semmelknödel. Ja, zu einem, aber zu mehreren Semmelknödeln sagt man Semmelknödeln. Aber was sagt man denn zu einem Dutzend Semmelknödeln? Dasselbe. Semmelknödeln, weil sie aus mehreren Semmeln gemacht werden. Du kannst nicht aus einer Semmel Semmelknödel machen. Machen kann man es schon. Ja, ja, machen schon. Aber wenn du aus einer Semmel 10 Semmelknödel machen wirst, dann werden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln. Dass er immer seine Trompete bei sich gehabt hat. Aha, aber
Wieso eine Trompete? Na ja, wie ein anderer immer seinen Regenschirm dabei hat, so hat er immer seine Trompete bei sich gehabt. Nein, 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 du verwechselst den Mann. Wahrscheinlich meinst du den Mann mit der Flöte, den die Ratten und Mäuse nachgelaufen sind, wenn er geflötet. Ja, das war der Rübezahl. Wahrscheinlich ist es ein Alpendruck. Ich, wir und unser gesamter Gesangsverein, 13 Mann, standen auf einem Bahnhof und wollten in den Zug einsteigen. Plötzlich sehen wir, dass dieser Zug nur 12 Wagen hat. Wir waren aber 13 Mann. Also musste einer, das war ich, neben dem Zug herlaufen. Und einer hat die Hand aus dem hinteren Wagen herausgestreckt und hat mich geführt. Schon bei den ersten 50 Kilometern wäre mir bald die Puste ausgegangen. Denn der Personenzug ist schneller gefahren als der Orient Express. Weil der Lokomotivführer
gesehen hat. Dass ich neben dem Zug hinten mitlaufe. Hat er gemeint? Ich bin ein Dieb und will ihm seinen Eisenbahnzug stehlen. Mit dem ganzen Eisenbahnzug sind wir plötzlich in ein Hotel hineingefahren. Und mitten in ein Schlafzimmer hinein. Da sind wir 12 Mann ausgestiegen. Der Personenzug ist zum Fenster hinausgeflogen. Und wir haben uns ins Bett gelegt. Im ganzen Schlafzimmer war aber nur ein Bett. Jetzt haben wir 13 Mann uns in ein Bett gelegt. Ich war der Unterste. Erster Stock. Familie Klein. Nachmittag um 9 Uhr sitze ich im Restaurant zur verfaulten Blutorange. Und weil ich am Tag vorher meine goldene Uhr zum Konditor getragen habe, zum Reparieren, habe ich einen solchen Heißhunger gekriegt, dass ich mir 2 Portionen Senf gefrorenes und einen gebratenen Rettich als Abendessen zum Frühstück bestellt habe. Die Luft zitterte wie Schweinesulz. Die Erde wühlte sich auf. Vesuve speiten Honig und Sauerkraut. Nacht- und Tageulen, Junikäfer und Lämmergeier schwirrten gespensterhaft auf dem Fußboden umher. Panikartig zerplatzte ein alter Leberkäse. Und am Ende trat plötzlich der Schluss ein. Hast du schon recht.